Attac kritisiert die Deutsche Bank und den Allianz-Konzern wegen Spekulation mit Nahrungsmitteln. Wie tun die das überhaupt? Die Allianz und die Deutsche Bank sind zusammen mit über 11 Milliarden in dem Geschäft, in dem es um Wetten auf Preisentwicklungen von Agrarrohstoffen, von Mais, von Weizen, von Soja und etlichen anderen geht. Diese Wetten sind in den letzten Jahren sehr, sehr en vogue. Das sind immer mehr geworden. Und was Banken anbieten und auch ganz normalen Menschen als Publikumsfonds offerieren, dann könne man partizipieren an der Wertentwicklung von Agrarrohstoffen. Das heißt aber eben, dass man mit partizipiert, auch ganz konkret am Hunger. Im Jahr 2008 gab es zum Beispiel massive Nahrungsmittelpreisexplosionen und sehr viele Hinweise darauf, dass das direkt zusammenhängt mit der ganz massiven Spekulation an diesen Rohstoffmärkten. Das heißt, steigt der Preis für zum Beispiel Reis und Weizen, freut sich der Anleger. Gleichzeitig gibt es aber dann vielleicht eine Hungersnot oder wie läuft das genau? Ja, also die Preisentwicklungen haben eine ganze Menge Ursachen, aber es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass wenn sehr, sehr viele gleichzeitig Wetten abschließen darauf, dass die Preise weiter steigen, dass sie das dann verstärkt tun und dass auf jeden Fall die Schwankungen an den Preismärkten zunehmen. Und das bedeutet aber, dass Menschen, die wenig Geld haben und dieses Geld für ihr Essen ausgeben, dass die plötzlich zum Beispiel nur noch halb so viel Essen einkaufen können von ihrem Geld. Und das hat in den letzten Jahren mehrmals dramatisch den Hunger verschärft, sodass sich immer mehr Menschen gegen diese Spekulation mit Nahrungsmitteln, gegen das Geschäft mit dem Hunger aussprechen. Attac tut das auch und wir werfen das am heftigsten der Deutschen Bank und der Allianz vor, weil die mit großem Abstand in Deutschland wirklich am umfangreichsten da tätig sind. Können wir das vielleicht mal ein bisschen genauer angucken, also wirklich an einem konkreten Beispiel von der Deutschen Bank oder Allianz, wie das dann ausschaut? Es gibt da ja viele, viele Fachwörter, Fonds, Agrarderivate. Wie schaut das aus? Genau, es geht immer um Termingeschäfte, also letztlich um Wetten darauf, wie entwickeln sich Nahrungsmittelpreise. In der ursprünglichen Form war das wirklich, oder ist es eine Möglichkeit von mehreren, sich abzusichern, was Preisentwicklungen angeht. Und da sind die nun reingegangen und bieten das sehr, sehr umfangreich an. Und dann wetten einfach die Kunden der Deutschen Bank über einen Fonds, den die Bank aufgelegt hat, mit, dass sich zum Beispiel Mais oder Weizen oder sowas in einer bestimmten Weise entwickelt oder dass die Preise steigen. Und das hat sich gezeigt, dass das tatsächlich einen Druck auch macht auf die Märkte und dass das wirklich zu Preissteigerungen mit beiträgt oder vor allem auch zu Schwankungen der Preise. Und was treibt dann da ganz genau die Preise für Nahrungsmittel in die Höhe? Also ist es dann dieser Druck? Sind es dann irgendwelche Vorausnahmen? Ja, das ist ganz eins zu eins nicht genau zu sagen. Also tatsächlich werden natürlich wiederum die Spekulationsblasen oft auch ausgelöst. Dadurch, dass sich etwas verändert hat, dass es eine Dürre in einem Land gibt, einen großen Brand oder einen Krieg oder irgendwas in die Richtung, dass die Nachfrage steigt. Dann sieht man aber, dass die Spekulanten sehr, sehr massiv reingehen und dann viele andere, die sich den Markt natürlich auch angucken, erwarten, dass sie noch höhere Preise verlangen können. Weil der Markt wird ja nicht nur von denen beobachtet, die morgen eigenen Weizen verkaufen, sondern auch von denen, die ihn einkaufen. Und alle Seiten überlegen dann eben auch, was heißen diese Signale von den Finanzmärkten. Und das wirkt sich dann aus auf die Preise, die hinterher am Markt tatsächlich zu bezahlen sind. Die Wette direkt kann den Preis noch nicht beeinflussen. Jetzt hat aber Co-Vorstandschef Jürgen Fitschen am Wochenende auf der Lebensmittelmesse Grüne Woche in Berlin gesagt, nach einer ausführlichen Prüfung habe man keinen Nachweis gefunden, dass die Spekulation für die Preisentwicklung verantwortlich sei. Ja, die Deutsche Bank und die Allianz, die dann sich am Montag angeschlossen hat, die setzen sich jetzt zu Wehr in einer Entwicklung, die ihnen gar nicht gefällt. Denn inzwischen gibt es eine sehr breite gesellschaftliche Diskussion. Wir haben inzwischen ein klares Votum von unserem Bundespräsidenten, der sich gegen Nahrungsmittelspekulation ausgesprochen hat. Wir haben auf europäischer Ebene eine Entwicklung, dass es jetzt endlich gesetzgeberische Maßnahmen geben soll gegen die Spekulation. Die Commerzbank, die DK Bank der Sparkassen und die Landesbank Baden-Württemberg haben sich im vergangenen Jahr entschieden, wirksam entschieden auszusteigen aus diesem Geschäft und Allianz und Deutsche Bank wollen das nicht. Und jetzt schießen sie dagegen und haben einige Gutachten mit ins Feld geführt und jetzt gibt es eine bunte Mischung aus Gutachten und Gegengutachten. Ihr bezweifelt ja insbesondere eine Studie, worauf sich Allianz und Deutsche Bank sehr stark berufen, nämlich des Wirtschaftsethikers Ingo Pries. Weshalb zweifelt ihr dessen Seriosität an? Wir fragen uns auf jeden Fall, wie der gute Mann, der ist es ein Wirtschaftsethikprofessor in Halle, wie der seine Auswahl getroffen hat. Der bezieht sich selber auf eine ganze Anzahl von Studien und behandelt die existierenden Studien erstaunlich unterschiedlich. Also er stürzt sich wie wild auf die, die zum Ergebnis kommen, dass Nahrungsmittelspekulation massiven Einfluss hat und er
würdigt überhaupt keines kritischeren Blickes die, die das Gegenteil behaupten. Man muss schon wissen, wer der Herr Pies auch ist. Der gute Mann hat im Jahr 2010, als wirklich sehr viele intensiv über die Regulierung von Banken diskutiert haben, gefordert, dass es eine Phase hoher Bankengewinne geben müsse. Und der gute Mann ist auf einem Lehrstuhl, der finanziert wird von der Stiftung des Hard-Discounters Lidl. Das ist schon einer, der sehr eng verknüpft ist, auch mit Interessen der Wirtschaft. Und das haben wir jetzt auch den Eindruck, dass das im Moment eine wichtige Rolle spielt für die Banken, speziell für die Deutsche Bank und die Allianz. Geht es natürlich um die Frage, ob sie mit dem Geschäft weitermachen können oder ob sie dafür weiter so hart, wie es nötig ist, kritisiert werden. In welchen Dimensionen bewegen wir uns da jetzt überhaupt? Also wie groß sind diese Geschäfte mit Nahrungsmitteln? Allianz und Deutsche Bank, wenn man das jetzt zusammennimmt, haben von 2008, wo die Diskussion losgebrochen ist über die Agrarrohstoffspekulation, bis 2011, wo uns die letzten Zahlen vorliegen, das Volumen ihrer Angebote vervierfacht. Die sind von damals 2,5 Milliarden auf über 11 Milliarden hochgegangen. Das ist schon ein Zeichen, dass sie die ganze Zeit kein Interesse daran hatten, diese Diskussion wirklich zu verfolgen, weil das Mindeste wäre ja gewesen, im Zweifel für die Hungernden zu denken und zu sagen, solange das nicht geklärt ist, machen wir mal Stopp. Aber das haben sie nie gemacht. Was fordert jetzt Attac von der Deutschen Bank und Allianz, außer dem Ausstieg aus dem Ganzen? Ja, tatsächlich ist es so, dass wir von den Banken selber nur begrenzt was fordern können. Wir sehen nämlich, dass Unternehmen wie diese Banken immer jeden Profit mitnehmen, solange sie es können. Wir fordern vor allem, dass die Politik handelt. Das fordern mit uns ja sehr viele. Und da tut sich im Moment auch was. In Brüssel laufen, wie gesagt, gerade Überarbeitungen einer Finanzmarktrichtlinie, die geeignet wäre, zumindest die krassesten Auswüchse dieser Spekulation zu begrenzen. Das ist natürlich auch ein Hintergedanke von denen, die jetzt mit ihrer Medienoffensive da losgehen, die Deutsche Bank und die Allianz. Die möchten am liebsten auch in Brüssel die Leute aus dem Europäischen Parlament verunsichern, die fraktionsübergreifend klare Signale gegeben haben, dass es jetzt diese Regulierung gibt.